So, jetzt haben wir hier tatsächlich ein Lager mit Rüstungen. Das ist immer das allererste, was man tun sollte, wenn man hier reinkommt, um sich eine geile Rüstung zu beschaffen. Aber wir haben jetzt ja auch schon so ein paar Rüstungen, weshalb das nicht mehr so ganz dramatisch ist, das zu tun. Also so ganz entscheidend ist. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Normalerweise springt man einfach dann irgendwie hier hoch irgendwo. Mal gucken. Nee, das wollen wir nicht klappen. Hier vielleicht irgendwo. Hoppala. Oh! Hilfe! Lass mich raus! Nein! Alter, was ist hier los, ey? Holy Macaroni! Läuft! Wie komme ich denn jetzt hier weg? Oh, wir gehen einfach außen rum. Alter! Das kann auch mal passieren, ne? Guck mal, hier haben wir noch einen Schmied. Den guten Karl. Und einen Ritter. Hauptsache, hier steht ein Ritter, der es bewacht, dass der Typ schmiedet. Macht Sinn, auf jeden Fall. Weil die ja unbedingt wollen, dass Waffen geschmiedet werden. Die Paladine. Und dann ist es natürlich eine ganz sinnvolle Entscheidung, da den Schmied überwachen zu lassen. So, ich würde es gerne mal das wieder beklauen hier, das Lager. Machen wir mal Standard 1. Und öffnen die geilen Truhen hier. Guck mal hier. Zange, Hammer, Fackel, Laborwasserflasche. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Und hier ist die Rüstungstruhe wahrscheinlich. Mal gucken. Bürgerkleidung der Wohlhabenden. Händlerkleidung. Bürgerkleidung. Wurst. Und Käse. Schade, die Modder haben die Lederrüstung rausgenommen. Das wäre die Rüstung, die ich jetzt eigentlich mir gewünscht hatte. Die haben sie tatsächlich aus dem Spiel, also aus dieser Truhe entfernt. Ist auch eigentlich, ja, balancing-technisch eine sehr gute Sache, weil es dadurch echt ganz schön leicht, also deutlich leichter wurde, dass man die halt da bekommen hatte direkt. Diese Rüstung, kostenlos. So, hier haben wir den Bogner. Der trägt die Lederrüstung, Wo tatsächlich, sehe ich hast du das gerade. denn schon wieder her? Das ist einer, wo wir mit dem Job anfangen Ist können. das wirklich wahr? Genauso hier. Matteo? Was kann ich für dich tun? Oh, ich wollte das gar nicht. Wir machen erstmal Ende. Matteo, das ist der Händler. Der kann uns eine Lederrüstung auch verkaufen. Das ist auch sein Lager, was wir beklaut hätten. Dann den Harald mit den Harald, den Schmied mit seiner sexy Frisur. Hä, was ist denn das hier? Was ist denn hier los? Hä? Wer ist das denn? Romil? Das ist neu. Okay, krass. Hier sind überall noch Türen. Naja, wir gehen mal weiter zum Kräutertypen. Hier ist der Alchemist, Konstantino. Und dann gibt es, glaube ich, noch hier Coragon, den Kneipenwirt, aber der hat damit nichts zu tun. Der ist komplett unabhängig davon. Das ist denn der hier. Coragon der Große. Genau, dann ist hier der Watras, der Wassermagier. Dem sollten wir noch einen Aber Brief was soll vorbeibringen aber von sein, Carvalorn, wenn ihr euch dass so erinnert. Das mache ich nichts gleich noch. Das sein ist das kann. Letzte, was wir heute machen für diese Kein Mensch Aufnahmesession. und keine Und Dunkelheit. dann haben wir hier noch den Galgenplatz. Der sich vermeintlich hier befinden wird. Ja, hier, tatsächlich, genau. Da ist ja auch ein Galgen. Krass! Hört ihr Bewohner von Korinis? Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Neue Notabends Gebäude. ergeht folgender Was Erlass: ist das Jeder hier? Bewohner der Stadt hat sich aufgrund der drohenden Gefahr eines Orkangriffs entsprechend vorzubereiten. Jeder hat sich ab sofort in den Fertigkeiten des Kampfes zu üben und sich angemessen zu bewaffnen. Was ein komisches Gebäude hier, ey, krass.
Fragt sie, was kann. Ach, hier ist ein Waschdingens. Waschsalon, wollte ich gerade sagen. What the fuck, ey. Naja, hier ist das gleiche Gebäude nochmal vom Ding her. Krieg ich jetzt von ihm Bier? Hey. Eigentlich kriegt man von ihm Freibier. Komm her, mach mal Pause und trink mal einen kühlen Schluck Bier. Lord André hat ein paar Fässer Freibier gestiftet. Man kriegt kein Bier mehr, krass. Aber man kann sich hier eins nehmen. Nehmen wir mal alle drei. Nein! Wir nehmen alle fünf. Alle! Wir wollen alle Biere haben hier. Und Bartok. Bewohner von Corinis. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord. Schöne Rüstung, ey. Folgender Erlass. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung. Schöne Rüstung. Zu meiden. Des Weiteren supergeil. Ist das ist die Lederrüstung oder ist das eine Jägerrüstung? Vielleicht nochmal separat, kann natürlich sein. Auf jeden Fall ist er der Lehrling von Bartok, kann man sagen. Damals Bartok, also der Bogner. Also die Brüste von den Frauen haben sie ganz schön vergrößert, ey. Meine Güte. Halleluja. Was haben sie da gemacht? Ist natürlich typisch Computerspieler. Ich finde es halt nicht so realistisch. Und übertrieben. Bringt einen so ein bisschen aus der Fassung. Man kann sich nicht so konzentrieren. Teil seiner göttlichen Macht. Ja, dann bringen wir hier nochmal abschließend Watras den Brief hier. Einmal kurz speichern. Auf Standard 1. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass wir nochmal auf einem anderen Save speichern sollten. Machen wir nochmal. Nee, ist alles gut. Machen wir so. Wir speichern gleich eh nochmal. Adanos sei mit dir. Adanos! Wer bist du? Ich bin Watras. Wie nah wir dran Adanos, stehen schon wieder. Des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Der gute alte Wassermagier. Ich habe hier einen Brief für dich. Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? Für mich? In der Tat. Das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Von Cavalorn, dem Jäger. Von Cavalorn, dem Jäger. Cavalorn? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei. Was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Cavalorns Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Sohn. Ich will mich dem... Nee, erzähl mir mehr etwas über den Ring des Wassers. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Cavalorn hat mich zu dir geschickt. Cavalorn hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagte, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So. Also willst du dich uns anschließen, mein Sohn? Ja, ich bin dein Sohn. Ich will mich anschließen, ja. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Was meinst du damit? Naja. Du hast jemanden Feuermagier. In unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst Kinder. Würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Es sind Drachen gekommen. Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? So, wir müssen die Wahrheit sagen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Deswegen sage ich ihm jetzt ganz klar, Xardas der Magier hat es mir erzählt, obwohl Xardas es uns eigentlich untersagt hat. Aber wenn das jetzt relevant ist, komm, scheiß drauf. Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich losgeschickt? Wer bist du eigentlich? Ich bin ein ehemaliger Gefangener. Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Corinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern.
Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber... Und jetzt kommt's. Ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Ja. Was muss ich denn tun, um mich anzuschließen? Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Ja, sicher. Was heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Naja, ich habe den Schläfer besiegt. Ist das groß genug? Ich habe den Schläfer besiegt. Ist das groß genug? Viele Geschichten erreichen meine Ohren in diesen Tagen. Auch die über die Verbannung der Bestie namens Schläfer. Dass das einzig deine Hand herbeigeführt haben soll, ist mir nicht geläufig. Obwohl deine Augen voller Überzeugung sprechen. Das verunsichert mich. Aber ich bin mir nicht sicher, dass mich meine Sinne nicht auch täuschen könnten. Ich habe viele Menschen befreit, die Barriere ist weg. Die Barriere ist weg. Selbst wenn du wirklich dafür verantwortlich sein solltest. Das große Ereignis im Minental hat nicht nur die Magier des Wassers und andere aufrechte Bürger wieder in die Freiheit entlassen. Die Verbrecher des ganzen Landes laufen frei in Korinis umher und bedrängen heute die Menschen dieser Stadt. Die Banditen haben schon große Landstriche in der Umgebung der Stadt eingenommen. Es ist fast unmöglich geworden, unbeschadet die Stadt zu verlassen. Ja, was wäre denn etwas Angemessenes, Ein großes Rätsel beschäftigt Korinis in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann sollte dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings... Ja? Solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Gut, das heißt, die Quest ist erstmal pausiert, bis wir mit Lord Hagen gesprochen haben. Heißt, wir haben jetzt erstmal ganz viele Sachen, andere Sachen zu tun. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir Ring des Wassers Mitglied werden und entsprechend dann die Suche nach den vermissten Bürgern starten. So. Aber Lord Hagen wird mich nicht vorlassen. Wird mich nicht vorlassen. Doch, das wird er zweifelsohne tun. Wenn du einer mächtigen Gemeinschaft angehörst. Der Ring hat weitreichende Beziehungen. Wir werden dir helfen, deine Nachricht so schnell wie möglich zu überbringen. Du solltest darüber mit meinem Vertrauten Laris sprechen. Laris. Er wird dir helfen. Geil. Ja, welcher Gemeinschaft soll ich mich anschließen? Es gibt nur drei Gemeinschaften, die mächtig genug sind. Die städtische Miliz, das Kloster der Feuermagier oder die Söldnertruppe auf dem Hof des Großbauern. Die Wahl liegt bei dir, mein Sohn. Sicher kann dir Laris bei dieser schwierigen Entscheidung zur Seite stehen. Rede mit ihm darüber. Mhm. Das werde ich tun. So, wegen der vermissten Leute. Ja? Wo soll ich denn anfangen, nach denen zu suchen? Unten am Hafen sind die meisten Menschen verschwunden. Vielleicht sollte deine Suche dort beginnen. Haben wir schon ein bisschen was zu erfahren, also kann ich ihm schon was erzählen? Ich will dir erzählen, vielleicht? Was ich weiß. Was hast du herausgefunden? Bisher leider nichts Wesentliches. Okay, doch nicht. Ich habe hier noch so eine Steintafel. Kannst du mir mehr darüber sagen? Das sind Artefakte der alten Kultur, die wir seit einiger Zeit untersuchen. Es gibt verschiedene Arten davon. Einige enthalten Informationen über die Geschichte des alten Volkes. Und genau an diesen bin ich interessiert. Bring mir davon alle, die du finden kannst. Ich werde dich angemessen entlohnen. Ja, geil. Machen wir aber nicht jetzt, weil wir nachher einen permanenten Bonus kriegen, wenn wir die alle gesammelt abgeben. Die Frage ist natürlich hierbei, ob das durch die Mod verändert wurde. Das müsste ich nochmal prüfen im Nachgang. Das werde ich aber dann offscreen machen. So, mehr Gesprächsoptionen. Er kann einen nicht mehr heilen. What the fuck?
Kannst du mir etwas über die Magie mit beibringen? Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Nur den erwählten Innos und den erwählten Adanos ist es gestattet, Runenmagie zu wirken. Aber auch gewöhnliche Sterbliche können Magie mit Hilfe von Spruchrollen wirken. Ich kann dir zeigen, wie du deine magischen Kräfte kanalisieren und erweitern kannst. Ja, ist ganz cool, dass er ihm das beibringen kann. Werden wir wahrscheinlich aber in unserem Spielablauf nicht benötigen. Werden wir sehen. Mal gucken, welcher Gemeinschaft wir uns anschließen werden. Erzähl mir mehr über die Götter. Erzähl mir über die Götter. Was genau möchtest du wissen? Ja, ich glaube, das machen wir mal in Ruhe. Grundsätzlich ist das jetzt erstmal nicht so interessant, denke ich. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Hat er da noch was? Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft darfst du natürlich nicht alles wissen. Ich glaube, er hat was. Aber ich werde dir sagen, was ich kann. Wer gehört zum Ring des Wassers? Wer gehört alles zum Ring des Wassers? Das wirst du erst erfahren, wenn du in den Ring aufgenommen wirst. Aber ich bin mir sicher, einige von uns wirst du schon kennengelernt haben, bis es soweit ist. Ja. Wir haben einmal Cavalorn und wir haben einmal Laris, soweit ich weiß. Ich glaube, bisher haben wir keine weiteren kennengelernt. Hier in der Stadt sind noch die einen oder anderen und bei den Söldnern auch. Genau. Wo sind denn die anderen Wassermagier? Wo sind die anderen Wassermagier? Sie erforschen die Ruinen einer alten Kultur, nordöstlich von Korinis. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen. Okay, erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Natürlich. Das ist klar. Was genau tut ihr denn überhaupt? Was genau tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Ja, okay. Geht's auch etwas konkreter? Geht's auch etwas konkreter? Der Fall der Barriere hat viele Bedrohungen hervorgerufen. Die wohl offensichtlichste stellen die Banditen dar. Nicht nur, dass es fast unmöglich geworden ist, die Insel zu bereisen, ohne angegriffen zu werden. Es gibt auch noch jemanden in dieser Stadt, der die Banditen unterstützt. Wir haben Fernando. Herausgefunden, dass die Banditen regelmäßig von einem Waffenhändler aus Korinis versorgt werden. Den wir kümmern uns Fernando, beispielsweise genau. darum, solche Männer zu finden und sie daran zu hindern, die Stadt zu gefährden. Wenn du etwas über die Sache herausfinden kannst, lass es mich wissen. Jo, und wieder eine neue Quest. Traumhaft. Aber er heilt uns nicht mehr. Normalerweise kann man aussuchen, dass man geheilt werden will von ihm. Der hat natürlich mit magischer Kraft einfach mal kurz sauber gemacht, wollte ich gerade sagen, geheilt. Wegen dieses Waffenhändlers. Wegen dieses Waffenhändlers. Was wisst ihr schon über den? Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Sprich mit Martin, dem Proviantmeister der Paladin. Bei dem waren wir heute auch schon. Er kann dir sicher mehr dazu sagen. Er ist mit der Aufgabe betraut worden, den Waffenhändler zu entlarven. Du findest Martin im Hafenviertel. Da ist es. Wenn du eine Ansammlung von Kisten, Proviant und Paladinen siehst, ist Martin nicht weit. Ja, genau. Unten waren wir bei diesem Proviantmeister da, wo die ganzen Paladine im Hafenviertel standen. So, gibt es etwas, das mir bei der Suche helfen kann? Gibt es etwas, das mir bei der Suche helfen kann? Du bist sehr beharrlich, junger Mann. Aber mir fällt tatsächlich etwas ein, das dir deine Aufgaben erleichtern könnte. Ich werde dir dieses Erzamulett mitgeben. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Das ist ein Amulett der suchenden Irrlichter. Eher unpraktisch. Es gibt nur sehr wenige dieser Art. Das Irrlicht, das in diesem Amulett innewohnt, hat ganz besondere Eigenschaften. Es kann dir helfen, Dinge zu finden, die du mit bloßem Auge oft nicht sehen kannst. Um es zu rufen, musst du das Amulett nur anlegen. Wenn es seine Kraft verliert oder du es nicht finden kannst, lege das Amulett einfach nochmal an und es wird wieder erscheinen. Das Irrlicht kann Waffen aufspüren. Bei deinen Nachforschungen über die Waffenlieferung an die Banditen könnte es dir sehr nützlich sein. Behandle es gut und es wird dich nie im Stich lassen. Ein Irrlicht in einem Amulett? Irrlichter sind bewundernswerte Geschöpfe. Sie bestehen aus reiner magischer Energie. Sie sind an das magische Erz dieser Welt gebunden.
Es ist ihr Ursprung. Von ihm beziehen sie ihre Kraft. Es wundert mich nicht, dass du noch nie von ihnen gehört hast. Sie zeigen sich nur demjenigen, der ihr zugehöriges Erz trägt. Die freilebenden Irrlichter sind gewaltsam von ihrer Quelle entrissen worden und greifen jeden an, der sich ihnen nähert. Naja, die gibt es auch als Gegner. Diese bedauernswerten Kreaturen ist nicht mehr sehr schwache Gegner eigentlich. Aber du solltest trotzdem ihnen besser aus dem Weg gehen. Ja, kann das Irrlichter noch mehr? Kann das Irrlichter noch mehr? Man kann ihm eigentlich mehr was beibringen. Mehr als nach Kampfwaffen zu suchen, meinst du? Nicht, wenn du es ihm nicht beibringst. Soviel ich weiß, ist Riordian ein Lehrmeister dieser Wesen. Er ist einer von uns und zurzeit mit Satoras unterwegs. Ist ein Wassermagier. Vielleicht kann er mehr dazu sagen. Okay, ja, vielen Dank. Ich werde gut darauf achten. So. Warte, wenn du Laris siehst, warte, gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Er wird schon wissen, was er damit zu tun hat. Ja, und das war's dann auch erstmal mit dem Part. Die Aufnahmesession geht jetzt schon 2 Stunden 20 Minuten. Hau, wow, wow! Also knapp 2,5 Stunden. Sah, was geschehen war. Ah! Und auch er betrachtet. Und ich sag, Leute, haut rein. Hat mir Spaß gemacht. Und ich hoffe, es ist für euch auf jeden Fall auch ein gutes Let's Play. Macht euch auch Spaß. Bleibt gerne dran. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Urteil.